Ja, nach so viel Aufregung haben wir uns jetzt erstmal ein bisschen Fröhlichkeit verdient. Gestern Abend fand in Dresden die große Wasserspringer-Gala statt. Die gibt es seit Jahrzehnten, ist immer ein echtes Highlight. Denn in 90 Minuten werden alle Sportler des Vereins in eine Show eingebunden. Thorsten Püschel war für uns dabei und hat erlebt, wie sich der Nachwuchs mit Begeisterung in das Vergnügen stürzt und die Top-Athleten daran ihre helle Freude haben. Wasserspringen kann für Kinder verdammt faszinierend sein. Vor allem dann, wenn sich die wilden Springer vom Turm stürzen. Die Comedy-Einlage, alljährlich der Höhepunkt der Springer-Gala von Dresden. Ich finde die total lustig. Weil sie sind immer richtig witzig und ihre Sprünge. Emilia springt von Brett und Turm, seit sie 6 ist. Und das auch richtig erfolgreich. Sogar bei internationalen Wettkämpfen war sie schon dabei. Alle Sprungvarianten hat sie schon drauf, wenngleich bislang erst mit nur einem Salto. Sie dagegen beherrscht die schwierigsten Sprünge, die Frauen derzeit in der Welt zeigen, Tina Punzel. Die Dresdnerin war im Sommer mit damals 17 Jahren sensationell Europameisterin geworden. Also ich mag die Tina Punzel und sie ist auch ein großes Vorbild für mich, weil sie richtig gut springen kann und auch bei großen Ereignissen dabei war. Tina Punzel, trotz ihrer Erfolge ja selber noch ein Teenager, der zur Schule geht. Aber längst schauen alle kleinen Springermädchen in Deutschland zu ihr auf. Dabei ist es noch gar nicht so lang her, da war Tina die Kleine. Ja, da ging es mir quasi ganz genauso. Da waren Annette Gamm und Christine Steuer hier, die großen Springerinnen, sag ich mal. Und dann habe ich zu denen aufgeschaut. Ja, und jetzt ist es andersrum und das macht mich auch in einer gewissen Weise stolz. Sascha Klein, Welt- und Europameister, und Tina Punzel holt Gold bei der EM. Für Dresdens Wasserspringer war die letzte Saison die erfolgreichste in der Geschichte des Vereins. Doch das ist längst abgehakt. Der nächste Höhepunkt wartet im Sommer, die Europameisterschaft in Berlin. Und Tina Punzel ist plötzlich nicht mehr der Underdog, sondern die Favoritin. Ich glaube, den Titel verteidigen ist immer schwerer, als den das erste Mal zu gewinnen. Und ja, deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall härter wird als letztes Jahr, weil jetzt hat man schon ein bisschen hohe Erwartungen, die waren jetzt nicht da. Ja, aber ich sag mal, ich freue mich auch drauf, den einen Titel habe ich schon, den kann mir keiner mehr nehmen. Und ja, jetzt mal sehen, wozu es in Berlin reicht. Aber ich werde natürlich alles geben, um den möglichst zu verteidigen. Für die kleine Emilia war der Jahreshöhepunkt schon der gestrige Abend. Die Eltern da, die Halle voll und mit Tina Punzel in einer Veranstaltung gemeinsam gesprungen. Es ist wunderschön, aber auch ziemlich aufregend. Hochspringen, elegant drehen, spritzerlos eintauchen. Einmal im Jahr ist das in Dresden völlig egal. Dann ist Springergala. Ja, und wir bleiben sprunghaft, nur geht es über keine Skischanze, sondern rein ins Wasser, und zwar aus über 10 Metern Höhe bei der großen Wasserspringer-Gala in Dresden. Hier kann man jedes Jahr zusehen, wie aus Anfängern nach und nach echte Profis werden. Insgesamt 140 Aktive haben sich diesmal ins Wasser gestürzt. Die ganz Kleinen, die ganz Großen, die Welt- und Europameister und natürlich die ganz Wilden. Ein kräftiger Absprung ist beim Wasserspringen gefragt. Auch elegante Drehungen. Und natürlich spritzerloses Eintauchen. Oje, meine Herren, schauen Sie mal zu, wie das richtig geht. 85 Sportler im Kindergartenalter zeigen tadellose Haltung, obwohl die Sprünge vom Beckenrand für sie eine totale Mutprobe sind. Erst recht rückwärts. Seid ihr ein bisschen aufgeregt gewesen? Ja. Zu Hause schon mal geübt? Ja. Was war denn das Schwierigste? Die Kette, ja. So hat vor 13 Jahren auch ein Star von heute angefangen. Ja, es war im Prinzip genauso. Wir haben auch erst vom Beckenrand angefangen, ein bisschen probiert. Und ja, dann ging es so Schritt für Schritt immer höher. Und irgendwann wurde so aus dem Spiel und Spaß dann Leistungssport. Zum Nationalteam von Bundestrainer Lutz Buschko gehört die 18-jährige Dresdnerin. Sie ist Europameisterin und bereitet sich auf den nächsten Höhepunkt vor. Das sind wieder die Europameisterschaften, die sind auch wieder in Deutschland. Diesmal nicht in Rostock, sondern in Berlin. Und ja, jetzt habe ich einmal, sage ich mal, Blut geleckt und jetzt will ich den Titel natürlich so gut wie es geht verteidigen. Viele gute Wünsche des Publikums begleiten auch Sascha Klein, den Weltmeister dieses Jahres, in die neue Saison. Der Turmspezialist möchte in Berlin wieder aufs Podium. Sascha und Tina setzen gemeinsam den sportlichen Schlusspunkt unter die Gala.
Für den Dresdner Nachwuchs sind diese beiden die Vorbilder. Und vielleicht noch Superman. Christian Steyer, der Name sagte vielen jungen Zuschauern vielleicht nicht so viel, aber seine Stimme, die kennt jeder. Er ist der Sprecher bei Elefant, Tiger und Co. und ab morgen auch bei MDR1 Radio Sachsen zu hören. Dann wird er nämlich jeden Tag ein Märchenrätsel lesen und wer das Rätsel löst und am schnellsten zum Hörer greift, der kann wertvolle erzgebirgische Holzkunst gewinnen. Geöffnet wird das Rätseltür täglich im Frühprogramm ab 6 Uhr morgens. Ja, und welches Wetter sich morgen hinterm ersten Türchen verbirgt, das verrät Ihnen gleich Stefanie Meisner. Haben Sie einen schönen ersten Advent morgen und am Abend sehen wir uns ja dann wieder. Bis dahin. Tschüss.